Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 5 mit Montezuma und mir, dem Hohes B. Das Aztekische Reich sieht doch schon ganz schön genial aus. Eine riesengroße Fläche aztekisches Land. Wir haben Brasilien einfach mal wegradiert. Und als nächstes steht der Äthiopier auf dem Speiseplan. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei seid. Wir zocken weiter. Unser Grün, unser neuer Jaguarkrieger, unser Sunny ist auch am Zug. Wird auch mal ein bisschen auf Barbarenjagd gehen. Und ja, schauen, dass wir das Barbarenlager hier abreißen. Ein bisschen Kohle wieder einkassieren. Und ja, das ist so jetzt gerade der momentane Stand. Wir müssen unsere Zufriedenheit in den Griff bekommen. Wir sonst nichts erobern können. Wir können uns das nicht leisten, komplett ins Minus zu rauschen. Was? Oh, Hormus. Getroffen. Maritimer Stadtstaat. 15 Gold, hat Silber und 8 Eisen. Hallo. Mein guter Freund. Ja, hier sind wir in der Sackkasse. Wir sollten uns hier schleunigst verpieseln, damit wir hier nicht auf den Sack kriegen. Barbarenlager. Welches Barbarenlager? Ja, welches? Ach, das da unten. Sollten wir auch definitiv ausräuchern. Wir brauchen Hormus. 8 Eisen. Wir haben ja sonst so gut wie nichts an Eisen hier. Außer bei Buenos Aires. Also, sollten wir uns die echt zum Freund machen. Haben wir wieder ein neues Ziel, ist der Obertschönheit. So, unser Bautrupp hier baut weiter. Wir haben ganz schön viele Bautrupps. Ich überlege schon fast, ob ich die einfach mal automatisiere. Weil jetzt am Anfang war es schon wichtig, das alles selber zu machen, aber mittlerweile ist es eigentlich jetzt, ja, wurscht. Ich gehe mal ganz kurz in die Option. Ich musste mir auch sagen können, was die machen sollen. Keine Modernität. Nee, wir machen es nicht. Nee. Die holzen mir nur mal in meinen Dschungel hier ab und bewirtschaften die Bananen. Obwohl, das kann man auch einstellen, oder? Ach komm, wir machen es selber. Wir lassen es einfach. Diese Zeit muss sein. Okay, hier ist zu Ende. Gucken, ob wir vielleicht noch einen schönen Standort entdecken. Oh, das war jetzt nicht geplant. 18 Kultur wieder bekommen. In 9 Runden haben wir unsere nächste Sozialpolitik. Sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Zack. Zack, zack, zack. Du machst was? Du hast das angeschlossen? Ist das angeschlossen? Gewürze. Ja, dann bauen wir hier einen Hügel. Ein bisschen Produktion. Hat noch nie geschadet. Unsere Katapulte, die können wir auch zu Tribox aufwerten. Ich glaube, die wird anders ausgesprochen, aber ist mir ehrlich gesagt ein bisschen wurscht. Ich nenne sie so, wie ich denke, dass es genannt werden soll. Hagia Sophia wurde gebaut. Koloss wurde gebaut. Die bauen und bauen und bauen. Hier ist noch eine Stadt vom Inka anscheinend. Direkt da drunter sollten wir auch mal uns mal anschauen. Ihr verliert Kontrolle über Ragusa. Liefert uns Ragusa denn was? Alles, was Physik. Messen lässt. Hier geht's ja Schlag messbar, auf Schlag. Was ich nicht messen lässt. Okay, also Physik erforscht. Unser Katapult könnten wir jetzt aufwerten. 70 Gold. Ja, machen wir. Genau wie das hier wird auch aufgewertet. Dann haben wir wieder schlagkräftige Einheiten, um die Städte zu bombardieren. Unser Jaguarkrieger wird hier ganz schön in die Mangel genommen. Wir werden auf unwegsames Gelände befördern und werden uns hier mal ein bisschen zurückziehen. Ja, also Hagia Sophia Fernenland, Koloss in einem Fernenland. Ich bin echt gespannt, wer das ist. Sowas von gespannt. Vielleicht Ägypten? Bei so vielen Weltwundern, die gebaut werden? Teotihuacan. Was bauen wir in Teotihuacan? Steinwerke. Wir hätten hier einmal Stein. Ja.
Marmor haben wir nicht, lohnt sich nicht so wirklich. Ich denke, was denke ich? Notre Dame brauchen wir nicht bauen, das baut der Inka. Schauen wir mal, wie viele Runden er dafür noch braucht. Er braucht nur noch 2 Runden. Also können wir das gleich mal knicken. 56 Runden, um Technologie zu stehen. Na, holla, die Waldfee. Gut, lassen wir trotzdem drin stehen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich ihn sonst besser stationieren könnte. Wir bauen hier eine Universität. Nein, wir bauen einen Zirkus. Wir brauchen weiter Zufriedenheit. Sonst kommen wir ganz schön in die Scheiße. Alter, mit Hand. Ja, komm, mach mal hier. Oh, 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 jetzt leckt es aber gerade ein bisschen. Und von unten auch nochmal rauf. Und somit ist ja auch Geschichte. Unser Jaguar-Krieger, lassen wir nochmal stehen. Das passt. Können wir nächste Runde. Aquador, was machst du, mein Freund? Was machst du? Ja, du gehst auch schon mal langsam in den Süden. Richtung äthiopische Grenze. Vielleicht sollten wir hier oben auch noch ein bisschen was stationieren. Falls mal jetzt wirklich ein Feind kommen sollte, wären wir da hinten ganz schön schutzlos. Naja. So, weiterbauen, weiterbauen, weiterbauen. Okay. In einer Runde ist die Universität fertig. Das ist super. Okay, Äthiopien rennt hier mit Missionar. Missionar. Ja, ja, ja. Okay. Genua entdeckt. Wo haben wir denn Genua entdeckt? Okay. Oh. Hier geht schon wieder Schlag auf Schlag. Sao Paulo. In Sao Paulo wurde ein großer Händler geboren. Sehr, sehr schön. ja, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Okay, fangen wir erstmal an hier. Texcoco hat die Werkstatt zu Ende gebaut. Auch hier wird jetzt Universität gebaut. Wir müssen aufschließen. Was haben wir hier? Genua ist befreundet, verbündet mit Äthiopien. Okay, heißt, wenn wir Äthiopien angreifen, wird Genua uns auch den Krieg erklären. Aber sie wollen, dass wir das Barbarendorf hier ausräuchern und das werden wir auch tun. Es gab ja in Genua Zucker an Äthiopien und er gibt uns Gold. Gut, Gold sind wir jetzt nicht mehr so angewiesen. Aber wir brauchen den Zucker auch nicht. Und werden gucken, ob er mir den wieder für 7 Gold die Runde vertickt. Zeig mal her. Vorschlag. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Rom hat uns gern. Hat 514 Gold. Bist du bereit, ein Freundschaftsabkommen mit mir zu unterschreiben? Warum kann ich das jetzt nicht? Bin ich gerade Gründe kenne oder wirst du den notieren? Nee. Hä? Warum kann ich denn jetzt kein Freundschaftsabkommen? Muss ich das verstehen? In Kiebe. Muss ich das verstehen? Entweder stehe ich jetzt total auf dem Schlauch oder ich kann ihm echt keine Freundschaftserklärung anbieten. Das verstehe ich aber jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Haben wir eine Freundschaftserklärung? Nee, jetzt hätte ich ihm ja auch Gold abknüpfen können. Komisch. Gut, der Äthiopier ist der einzigste, der Kohle hat, oder? Ja, komm, dann gib mir 6 Gold die Runde. Komm, sei mal nicht so ein Spießer hier. Komm, rück mal rüber. Gib mir 5 Gold. Ach komm, dann lass mich doch einfach in Ruhe, Mann. Komm, leck mich am Arsch, echt. So, hier bauen wir auch eine Universität. Universitäten. Und was machen wir mit unserem guten Händler? Ragusa könnten wir wieder in unseren... Auch Ragusa ist mit Äthiopien befreundet, also verbindet. Das machen wir fertig. Dann schicken wir doch die Karawane hier, den großen Händler Richtung Genua, machen da, holen uns da ein bisschen Gold ab und somit kriegen wir auch weitere Verbindungspunkte, also... Ja, das wir uns gerne. Ab weiter in den Osten. Oh, eine Ruine. Ja, sehr schön. Hat keiner gefunden bisher. Nicht verkehrt.
Ja, machen wir hier Bauernhof, Bauernhof. Du baust mal eine Straße Richtung. Ja, machen wir dahin. Komm, mach mal. Könnten wir eigentlich. Ne, wir festigen Heim ein bisschen. Hier werden wir erstmal auf Barbarendorf feuern. Und werden mal Genua ein wenig auf unsere Seite ziehen. Äthiopien stinkt. Komm, komm zu uns. Und weg. So, schön. Und für Ragusa geräumt. Na die. Oh, sehr schön. Hier könnten wir noch einen Handelsweg einrichten. Somit würden wir auch Äthiopien dann ablösen. Müssten wir nur irgendwo eine Karawane bauen. Die bauen wir in Teotihuacan. Würde ich vorschlagen. Können wir nicht. Ich weiß aber warum. Weil wir noch eine in der Bauliste hier haben. So, und somit können wir jetzt eine Karawane bauen. Okay. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen kleinen Blick nochmal auf unsere ganzen. Guck mal hier. Oh ja, das nehmen wir doch. Durch unsere Städte werden wir wieder die ganzen Felder ein bisschen uns anschauen, was hier los ist. Du wirst hier das Viererfeld belegen. Das Zucker, das Salz kannst du von mir aus auch belegen. Hier kommst du raus und kommst hier rein. Und Texcoco lassen wir das so, wie es ist. Ja. Und hier werden wir jetzt die erste Wissenschaft generieren wir jetzt hier. Sehr schön. Und wir werden, was werden wir machen? Ja, wir nehmen das Feld für den. Weil er einfach nochmal zwei Kolben generiert. Und ich stelle mir den mal hier drauf. Passt. Okay. Ja, passt, passt, passt. Passt. Die anderen vier sind ja noch Marionetten. Die werden wir auch irgendwann mal annektieren. Ich denke mal, mit Rio de Janeiro werden wir anfangen. Weil das ist eigentlich schon eine relativ schöne Stadt. Können wir kurz reingucken. Aber jetzt sollen sie erstmal was bauen. Ja, das passt schon soweit. Okay, weiter geht's. Ja, haben wir erfolgreich. Um 50, das ist doch schon nicht verkehrt. Okay, weiter. Ja, weiter, 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 weiter. Ab in den Süden. Ja. Was gibt's hier noch zu erzählen gerade? Wir ziehen unsere Einheiten weiter Richtung Front. Noch ist es keine Front, aber es wird bald unsere Front. Ja. Erkunden noch weiter hier im Westen. Und gehen nochmal in die nächste Runde. Und wir holen uns jetzt nächste Runde die alte Ruine. Bin ja mal gespannt, was für da noch schön ist. Oh ja, da ist es. Notre Dame vom Inka. Gebaut, beziehungsweise für uns, da wir uns das ja wiederholen werden, sobald der Inka dran ist. Ja, Elisabeth, irgendwas ist abgelaufen. Okay, Zucker. Jetzt haben wir nochmal Zucker auf der hohen Kante. Hier, erster Platz mit Vorlieben für Glänzendes. Unsere Schatzkammer ist am gefülltesten. Auch nicht verkehrt. Und, was ist drin? 40 Glauben. Okay. Ja, wir können bloß keine Religion mehr gründen. Soweit ich das. Ne, alles vorbei. Ja. Könnten wir eigentlich bald wieder eine Pagode kaufen, denke ich. Oder eine Moschee. Pagode hier. Und. Da wird es mir am liebsten gefallen. Okay. Wir werden hier eine Pagode bauen. Oder hier. Aber mal sehen, hier haben wir noch zwei Kultur für die Grenzausdehnung. Nicht so verkehrt. Okay. Wir haben jetzt 4 Zufriedenheit. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Okay. Weiter. Genua ist jetzt befreundet mit uns. Noch 16. Wenn jetzt unser Händler hier noch ankommt. In ganzen 7 Runden. Mann, Mann, Mann. Das dauert wieder ewig. Dann wird Genua auch verbündet sein mit uns, ja? Ja. Ich denke,
Keiner will mit mir handeln momentan. Wir sind einfach viel zu mächtig geworden. Die werden uns alle schön Sanktionen gegen Aztekenland. Aber damit werden sie mit ihrem Leben bezahlen. Zack. Zack. Ja, also viel taucht hier nicht mehr auf. Mal gucken. Ah, ich habe ein bisschen meinen Hals. Man merkt das echt. Ich bin immer so ein. Ich bin nicht ganz fit im Hals. Im Kopf auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Festigen. Werden hier erstmal stationiert. Gucken wir mal ganz kurz auf Soldatenwert. Oh. Was ist los? Rom hatte 90.000. Jetzt nur noch 76. Nicht mal Rom. Da herrscht Krieg. Da herrscht ganz böser Krieg. Sehr, sehr interessant. Finde ich nicht schlecht. Sollen sich mal ein bisschen selbst massakrieren. Okay. Ich muss den Schluck trinken. Ich habe einen ganz trockenen Hals jetzt. Ich muss auch gleich jetzt erstmal Schluss machen. Oh! Cäsar, der Große, denunziert uns. Dafür werdet ihr schon bezahlen. Ja, wir sind mal ein bisschen frech. Rom hat keine große Streitmacht mehr. Jetzt können wir ein bisschen frech sein. Ziel England für Buenos Aires entdeckt. Ach, war hier. Oh, sehr schön. Ach, das läuft doch hier. Und für Tyros auch noch. Ja. Und ein goldenes Zeitalter. Ja, Halleluja. Ich würde sagen, das ist ein episches Ende für diese Folge. Mein Kind kommt gleich aus der Schule. Ich muss runter, nicht, dass sie vor verschlossenen Türen steht. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und ja, lasst mir einen Daumen hoch, Kommentar, Abo, was auch immer. Mir hilft das und es macht einfach nur Laune, mit euch zu zocken. Bis zum nächsten Mal, euer USB. Tschüss.